Ja, ein fröhliches Mal Moin, heute ist Wochenende, dementsprechend heute Samstag und wir haben jede Menge Zeit. Das Wetter wird auch besser, das heißt, wir wollen gar nicht so viel draußen sein. Und dementsprechend haben wir uns heute mal vorgenommen, Apokalypse zu spielen. Knapp 15.000 Punkte pro Seite. Ich spiele zusammen mit Orum Shan, der wird Spaceman spielen und das werden die Armeen sein. Inquisition zusammen mit Space Marines. Die andere Armee folgt gleich. Der Spieler ist nämlich gerade noch nicht da, aber der kommt gleich. Das wird Nozi sein, den kennt ihr auch schon aus dem einen oder anderen Battle Report. Und das hier wird unsere Platte. Flufttechnisch, wir werden versuchen, einen vom Chaos infizierten Planeten zu befreien. Und werden vermutlich, das steht aber auch noch nicht ganz fest, hier über die lange Kante versuchen, in die Stadt einzudringen und dementsprechend dem Chaos den Garaus zu machen. Die einzelne Armeevorstellung, welche Einheit was hat, seht es uns nach. Da verzichten wir mal drauf. In aller Regel ist es so, what you see is what you get bei uns bei den Apo-Spielen. Und dementsprechend werden wir da vielleicht im Spielverlauf dann drauf kommen, darauf zu kommen, was wo was hat. Jo, dann warten wir mal auf unseren Gegner. Ja, nachdem jetzt unser Gegner auch feststeht, hat er mal seine Armee kurz hier hingestellt. 15.000 Punkte. Nur mal kurz drüber gefilmt, dass man mal so sieht, was hier auf uns zukommt. Hauptsächlich Imperial Fists, also die Space Marines werden nach Imperial Fists gespielt, ergänzt mit Imperialer Armee. Und ich denke mal, das wird ganz spannend. Wir werden auf dieser Platte hier, die wir euch eben schon mal gezeigt haben, gleich die Zeit des Feuers spielen, aus dem Apokalypse-Buch. Allerdings ohne die Wetterregeln, also kein Feuerregen oder kataklysmischer Untergang oder sonst irgendwas. Ja, wir haben unsere Zeiten aufgeschrieben. Wer meint, wie lange er brauchen wird? Ich fange mal an bei unserer Zeit. Wir legen für die Aufstellung 9 Minuten vor. Über 40. Warte, da. Ja, dann bauen wir zuerst auf. In 9 Minuten. Bis denn. Ja, die Loyalisten haben aufgebaut. Die Mission erlaubt es, dass wir direkt an die Aufstellungszone des Gegners heran dürfen, beziehungsweise natürlich auch andersrum. Das ist es, wir haben keine 9 Minuten gebraucht, sondern 8,5. Also es hat genau gepasst. Und dementsprechend warten wir jetzt auf die Verräter, die 40 Minuten Zeit haben. Und wenn die wirklich so lange brauchen, dann gehe ich noch eine Runde Haier machen. Gut, danach sehen wir uns. Ja, die chaotischen Loyalen haben aufgebaut, haben uns keinen Platz zum Schocken gelassen, eine absolute Frechheit. Haben gebraucht 38 Minuten, glaube ich. Nee, bis zum Ende. Bis zum Ende, 40 Minuten? Mhm. Ja, weil ich noch ein bisschen umgestellt habe. Ja. Ich hab nur Freiräume gefunden, die ich zustellen musste. Und dementsprechend sieht es jetzt für uns so aus, dass wir tatsächlich von vorne rein müssen. Aber auch das kriegen wir hin. Möchtest du die Initiative stehen? Ich probier's. Auf die 6. Nee. Die 5. Ja, damit fängt die Inquisition Space Marines an. Und dann sehen wir uns nach dem ersten Spiel. Wir sehen gerade da. Ja, die erste Runde der Inquisition Space Marines ist vorbei. Nach einer Stunde, die haben wir auch gut gebraucht. Wir haben ja so eine kleine Hausregel, die versuchen wir gerade einzuführen und zu testen. Kein Spielerzug darf länger als eine Stunde dauern, einfach um das Spiel auch durchzukriegen. Es hat ziemlich viel hier vorne auf die Veteranen geschossen. Da. Und allgemein so ein paar Veteranen hier vorne ausgenommen, dass wir einfach mal durchkommen. Hier ist ein Rhino zerstört worden. Hier in den Trupp haben ein paar geschossen. Die Plasma Johnnies haben wir relativ gut ausgedünnt gekriegt.
Ja, so spektakulär. Hier ging die Makro-Schablone vom Baneblade rein. Die Ritter haben geschossen da hinten auf die Scharfschützen. Also der Großteil ging im Moment hier vorne in die Veteranenreihe rein. Da haben wir relativ gut Platz gewonnen. Jetzt geht es natürlich in die Gegenoffensive. Nozi bewegt sich schon. Und dementsprechend werden wir uns wahrscheinlich nach den irregulären Kräften der Marines wiedersehen. So, die loyalen Streitkräfte aus Imperialer Armee und Space Marines haben zurückgeschlagen. Diese heuchlerische Inquisition und Grey Knights bezichtigen uns ja der Ketzerei. Wir zeigen ihnen, was es bedeutet, uns der Ketzerei zu bezichtigen. In der ersten Schussphase zerstörte ich die beiden imperialen Ritter, die hier vorne standen. Der Stormraven ist in der Luft zerschellt. Die Valkyrie, die hier vorne ist, wurde abgeschossen. Da hinten war noch ein Razorback, das wurde vom orbitalen Bombardement zerstört. Leider zwischen Land Raider und Baneblade. Und ansonsten habe ich halt ein bisschen auf die Paladine geschossen. Da hat es zwei rausgeschossen, glaube ich. Und jetzt erwarten mich die Dinge, die da passieren, die als Reaktion kommen. Ja, das wird ganz blutige Rache geben gleich. So viel ist sicher. Ja, Runde Inquisition ist vorbei. Wir haben hier mal den Schützengraben ein bisschen aufgeräumt. Das war's aber auch. Mehr haben wir nicht gemacht. Da hinten ist ein Droppod runtergekommen. Wir haben mit Meldern auf die Death Strike geschossen. Haben ihn bis auf einen Rumpfpunkt runtergehauen. Nee, einen verloren. Achso, er hat nur einen verloren. Hier vorne sind die Grey Knights alle runtergekommen. Bilden jetzt im Moment die eigenen Lichtblocker irgendwie so. Ravenwing sind gekommen. Die Space Marines an sich haben hier viel gewütet. Den Flieger angeschossen, viele Space Marines hier vorne, gerade der Trupp wurde dezimiert. Aber es ist noch nichts wirklich Überzeugendes. Wir haben jetzt 4 Killpoints gemacht. Aber das war's auch. Also wir haben noch hier mit dem Baneblade reingeschossen. Hier vorne. Aber da ist auch nichts verreckt bei. Alles sehr, sehr mau. Bin mal gespannt auf die Rache jetzt. Schauen wir mal. So, das ist jetzt das Ergebnis meiner zweiten Runde. Das große Loch, was da vorne entstanden ist, kam durch das Abfeuern dieser hübschen Todesstoßrakete, die alles in 10 Zoll Umkreis des Einschlagortes aus dem Spiel entfernt. Keinerlei Schutzwürfe, denkt nicht mehr dran, einfach weg. Nein, das ist jetzt was abgewichen, weil die sollte eigentlich dahin. Da wäre es viel schöner gewesen. Aber gut, das ist nun mal so. Ich habe ein bisschen beschossen. Ich habe einen Nemesis-Ritter rausgeballert. Ich habe meine Air Cavalry ist reingekommen, ist ein bisschen Stimmung gemacht. Der Baneblade lebt noch, aber ich habe die Valkyrie, die hier vorne flog, kaputt gemacht. Den Sturzhaupt, der mit der Landeskapsel kam, den haben meine 20 Exterminator-Gardisten aufgehackt, bis auf einen, das war ein bisschen Overkill, aber das ist egal. Und da hinten gab es ein paar Nahkämpfe, also ich habe den Gegenangriff eingeleitet. Aber es ist immer noch sehr statisch, das Ganze. Die Hauptkampflinie ist halt diese ehemalige Verteidigungslinie, die wir hier hatten. Und mal gucken, was da noch drauf werden würde. Ja. Wir haben entschieden, jetzt nach. Also, wir spielen seit heute Morgen um 9, wir haben es jetzt. 20 vor 8. 20 vor 8 abends. Und wir haben einfach jetzt für uns entschlossen und entschieden, wir machen Schluss. Schnauze voll. Kein Bock mehr. Wir werden die Erfahrungen, die wir hier gesammelt haben, heute ein bisschen eine Revue passieren lassen, um mal zu gucken, wie man so ein Abbruchspiel sinnvoll gestaltet. Zeitlimit pro Spieler oder pro Seitenzug ist sinnvoll, aber da muss man noch ein bisschen rausfeinern, raussieben, wie viel Zeit sinnvoll ist bei welchen Punkten. Genau. Aber das werdet ihr dann wahrscheinlich beim nächsten Abbruchport sehen. Und in diesem Sinne sagen wir jetzt erstmal Tschüss, ne? Genau. Ja, tschüss, ne?